Gut, meine Freunde, jetzt starten wir rein in die dritte Folge von Hausparty X. Die vierte und fünfte Folge ist online. Könnt euch jetzt auf Join reinziehen. Bin erst 12, das ist mir egal. Das ist mir egal, wie alt du bist. Die vierte oder fünfte Folge ist online. Könnt euch auf Join reinziehen. Bitte seid da über 18, weil es gibt Nacktheit-Szenen, die habe ich hier rausgeschnitten und zensiert. 5 und 6 ist draußen. Zieht es euch gerne rein. Und trinkt nicht zu viel Alkohol. Wir fangen an. Join Hausparty X. Let's go. Soll ich euch spoilern, was in der Folge passiert? Ich war nämlich dabei. Okay, Bruder, mach mich taub. Moonvibe Intro lauter als THC. Und trink nicht zu viel Alkohol, ja? Ich war extrem froh darüber, dass wir dieses Spiel gespielt haben. Ich bin noch nicht von dem Kopf weggerannt. Dieses Kartenspiel fand ich cool mit dem Saugen. Ey, ich dachte, wir machen jetzt alle miteinander rum. Perfekt, das ging ja schnell. Es ist tatsächlich sehr knapp geworden. Und es ist noch knapper geworden als beim letzten Mal, denn zwei Personen haben die gleiche Stimmanzahl. Oh. Este und Robert. Hä? Este und Robert? Hä, ich dachte, ich bin in der dritten Folge rausgeflogen. Ich dachte wirklich, dass ich in der dritten Folge rausgeflogen bin. Hä, war ich so besoffen? Digga, war ich so besoffen? War ich so besoffen? Ich muss gleich kotzen. War ich so besoffen, Chat, ja? Boah, Junge, krass. Krass. Guck mal, ich bin wirklich der Hübscheste aus dem Format. Er auch. Sie auf keinen Fall. Überhaupt nicht. Auch nicht. Nee. Nee. Nein. Ja, er ist es auch. Wir drei waren's. Ja, Theo ist der Hübscheste, glaube ich, wirklich. Wenn man ganz ehrlich ist, ist Theo der Hüftigste. Habt ihr Popcorn bereit, Chat? Get the Popcorn going. Es ist tatsächlich sehr knapp geworden, denn zwei Personen haben die gleiche Stimmanzahl. Ich kotze gleich, Leute. Ihr werdet gleich in einem Entscheidungsspiel gegeneinander antreten müssen. Digga, ich habe gesagt, hol dir das Popcorn. Du schreibst, ich habe Heroin am Start. Entspann dich mal bitte. Este und Robert. Seht ihr, wie enttäuscht ich wieder bin? Das haben sie rausgeschnitten. Sie haben rausgeschnitten, wie ich mich... Da! Ich, guck mal, ich beschwere mich sogar im Hintergrund. Sie haben einfach so Musik drüber gelegt, wie ich mich beschwere, dass ich nicht rausgeflogen bin. Seht ihr das? Guck da, guck genau hin. Oh. Guck mal, ich bin so sauer. Ich bin so... Da, seht ihr? Ich bin so sauer. Alle lachen so. Selina ist sogar schon so, haha, du bist doch nicht rausgeflogen. Sie machen einfach so Musik drüber nach dem Motto, haha, alles gut, Revi, wollt gar nicht nach Hause. Doch, ich wollte nach Hause, von Folge 1 an wollte ich nach Hause. Und dann dachten wir so, oh Gott, Entscheidungsspiel, das wird so voll die Zitterpartie wahrscheinlich oder so. Wann kommt Join in Österreich? 2015. Da lag ein Kartenstapel auf einer Flasche drauf. Man musste das runterpusten und der sozusagen... Als letztes die letzte Karte runterpusten. Ein paar Tücher und Koks geholt. Perfekt, jeder genießt das hier anders. Sie stellt sich vor die Flasche, fängt an zu hauchen und plötzlich, ich bin gar nicht drauf klargekommen. Oh, hab ich gewonnen? Can we have a pug you clap in the chat, guys? That's f***ing amazing. F***ing godlike gameplay in here, guys. F***ing amazing gameplay. F***ing godlike gameplay, guys. Oh my f***ing god. F***ing insane, guys. Insane. Did you see that? Did you witness that skill? Sie guys. Stellt sich vor die Flasche, fängt an zu hauchen und guckt euch das an. Guckt euch das gar nicht an. Drauf klargekommen. Hab ich gewonnen? Okay. Und dann Estefania pustet. Bei Gott, hier sind Leute im Chat, die können nicht mal Clap schreiben. Das sind vier Buchstaben, Digga. Der vergisst das A. Ich dreh durch. Einmal alle Karten weg und dann war es irgendwie schon vorbei. Ich habe überhaupt nicht hingeguckt, als es passiert ist. Also, weil es so schnell ging. Und dann war es einfach rum. Okay. Robert! Ey, stopp! Ach, Chat, komm. Lass es. Chat. Vielleicht so weit oder so. Hä? Wieso hab ich den umarmt? Ich kenne den doch gar nicht. Na gut. Dass Estefania gehen musste, das war sad, weil ich hab mich auch mit ihr gut verstanden. Die war cool. Ich fand's total unfair, weil ich das Gefühl hatte, dass keiner Estefania noch nicht richtig kannte. Also ich fand es bis dahin eigentlich richtig gut. Ich habe mich auch mit den Leuten, mit denen ich vorher zusammen war, sehr gut verstanden. Wir haben uns viel unterhalten, gut gevibed und die Stimmung war einfach mega gut. So. Ich habe tatsächlich zu dem Zeitpunkt... Ich weiß auch nicht mal mehr, ob ich auch so Interviews gegeben habe, so rückblendenmäßig so Interviews, ob ich das überhaupt gemacht habe. Wieso war ich da wirklich so besoffen am Ende oder was? Krank, Wahnsinn. Mit Estefania so vielleicht einen Satz geredet? Ich glaube, ich habe die beiden gar nicht wahrgenommen.
weil ich auch wieder nicht in der Gruppe von den beiden war. Und dann war ich... Ahmed hat mehr Zuschauer als du. Du Missgeburt. Kassierst erstmal einen Permaban. So. Du Fisch, Alter. Sehr sad, ja. Aber ich war auch sehr froh, dass Robert bleiben durfte. Ja. Es war mir nicht egal, dass sie gehen musste. Ich fand es, wie gesagt, ich fand es total schade. Also ich hatte auch voll Bock, sie kennenzulernen. Ja, ich hätte schon gerne noch mit Estefania mir einen Drink eingekippt. Da hätte ich mich auch noch gesehen. Estefania war actually sehr, sehr korrekt. Wenn ich weniger getrunken hätte, fände ich es sogar schade, dass ich rausgeflogen bin. Also deswegen, nee, ich glaube, es war schon richtig so. Aber gut, war trotzdem richtig nice, ja. Fucking sad, guys. Ich habe mir vorgenommen, mir... Ja, es ist auch nochmal auf die Arbeit. Ich habe gerade noch eine kleine Flasche Bier mit in dir in die Küche gehen. Du hast auch so viel. Quentin, geht's dir gut? Hast du einen Schlaganfall, Bruder? Quentin, 888... Digga, was hat der hier geschrieben, Bro? Geht's ihm gut, dem Mann? Auf der Party richtig einen reinzutrinken. Und das werde ich sehr, sehr, also da bin ich mir auch sehr, sehr bewusst, dass das passieren wird. Absolute Ruhe bitte, ich habe ein neues Spiel für euch. Okay, schieß los. Wir spielen jetzt gemeinsam mit Dima, der gleich auch noch dazu kommt. Wahrheit oder Pflicht? Oje. Wir drehen auch schon das Rad. Wahrheit oder Pflicht spiele ich, seitdem ich 10 bin. Ich habe bei der Pflicht draußen gespielt und ich glaube, das war tatsächlich die... Mit 10 sollte man das nicht spielen, oder? Man kann doch nicht mit 10 irgendwie sagen, so... den oder also das, so spielt man ja das Spiel. Mildere Runde, würde ich mal behaupten. Ich finde es einfach cool, so wenn Leute so offen werden und locker Carlo die Sachen sehen. Auch Dankeschön, vor allem, wenn Jesus, hab ich nicht gewissen. Besser oder? Ist das, Dankeschön. Ich mag das einfach. Wir sind eine richtig angenehme Gruppe, Leute. Ja. Theo? Ja? Was glaubst du, wer hier heute was miteinander haben wird? Nathan mit Sheldon? Ja, hab ich auch gesagt. Hab ich auch gesagt. Perfekt, wow. Das hat jeder gesagt, wirklich. Ja, schon drüber geredet. Worüber haben wir geredet? Also, auch, Theo, ja. Hast du ein Kondom dabei? Natürlich draus. Perfekt. Ich glaube nicht an Kondome. Perfekt. Wie, du glaubst nicht? Nein, ich glaube an Kondome. Um Gottes Willen, ich glaube an Kondome. Nein, glaube ich nicht. Also, glaubt der actually nicht. Er macht immer ohne, wirklich. Ja. 100%. Ja, ja, witzig. Okay, jeder sagt sein Lieblingskondom auf 3. 1, 2, 3. Gar keine. Billy Boy, gar keine. Durex, gar keine. Gar keine. WTF-Kondome von Papa Platte, hä? Ich hab doch mitgemacht. Ich wusste nicht, ich hab kurz gesagt, ich wusste nicht, ob es um die Marke oder um die Art und Weise geht. Was hättest du denn bei der Art und Weise? Vollmäßig und so? Naja, genau, solche, es gibt ja verschiedene. Lieblich. Das ist dein Ding? Gibt's eure Lieblingskondome? Dinkel. Digga, was sind denn Dinkelkondome, Bruder? Geschmack. Im Abgang leicht trocken. Bananengeschmack. Ich nehme gerne Wahrheit, weil ich glaube, ich ganz gut Geschichten erzählen kann. Glutenfreie Kondome, die sind das. Das ist bei Pflicht natürlich schwieriger. Wenn du die Wahl hättest, mit welchem Star würdest du schlafen? Schweinedarm, Digga, bei Gott. Ich wüsste sofort. Kevin Hart. Ich auch. Ich glaube, ich würde auch direkt mit Kevin Hart schlafen. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber ich würde es auch machen. Timothy Chalamet. Aber ich glaube, der ist geil. Ich Timothy Chalamet. Keine Kuh. Ihr seid dumm. Ihr seid wirklich dumm. Was macht? Ich habe tendenziell gestern den ganzen Tag nur Wahrheit gewählt, weil ich einfach faul bin und Pflicht hasse. Lisa, Wahrheit oder Pflicht? Nochmal Wahrheit. Ey, ihr seid so lange. Ich muss aufs Klo, ich will mich nicht bewegen. Was meinst du? Jemand anderes zu küssen, obwohl man in einer Beziehung ist, ist das Fremdgehen? Reicht schon ein Kuss, um fremdgegangen zu sein? Es kommt drauf an. Okay. In welchem Zusammenhang? Also wenn ich den rummache, safe. Aber so wenn du so drunk, so Freunde, so küsst, nö. Es kommt drauf an. Also bei uns, ja, wir haben halt ganz normal gespielt und es war entspannt. Als nächstes ist tatsächlich... Perfekt. Also sie haben sehr viel von mir rausgeschnitten, ne? Tatsächlich Revi dran. Okay, oh nein. Wahrheit. Revi, an welchem Ort der Wohnung oder dieses Hauses hättest du am liebsten Sex und warum? Im Whirlpool, weil es warm ist. Perfekt. Ey, tolle Antwort, ich sag's dir. Macht Sinn, oder? Da, wo es warm ist, hat man am liebsten Sex, klar. Ja, komm, ich nehm Pflicht, ich bin nicht langweilig. Nee. Du warst Jamun musste dir den Hintern versohlen. Also einmal drauf, Klatsch, würde ich sagen. Perfekt, oder? Ich war unartig, er musste mir den Hintern versohlen. Perfekt, oder? Mach mal. Komm, mach mal. Beug dich schön wie so rein. Digga, das ist Toss-Shit hier, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Damit gut, Shane dass ich bei der Runde nicht dabei war. Erinnerung an diesen Abend. Bewahrt, schicke ihr ein Foto von dir. Vorzugsweise mit ein wenig Haut. Hast du ein Nacktbild? Hat dann auch geklappt mit dem Sex in Whirlpool? Nee, es wäre auch nur so gewesen, wenn ich das da... Also nein, ich habe damit niemandem irgendwas gehabt und bin da auch tatsächlich sehr stolz drauf. Also am Shaden. Hast du? Weil ich zu der Zeit schon eine Person kennengelernt habe und da auch überhaupt kein Interesse dran hatte. Ich hab von Theo
ein halbnacktes Foto bekommen. Das war auch eine Pflichtaufgabe. Ja, das habe ich sogar, glaube ich, im Gym gemacht. Ich glaube, ich musste gegen Revi einmal so einen Star-Wettbewerb machen, aber sonst... 3, 2, 1, go! Wer lacht oder wechselt? Ich gucke auf Revi, du guckst auf Adi. Das Bier schreibt einfach weiter. Okay, weiter geht's. Und lache! Okay. Ja, man kann da auch nicht über... Also mal ganz ehrlich, so hässlich wie ich bin, kann man auch nur lachen. Du musst niemanden küssen oder irgendetwas tun, was mir jetzt vielleicht nicht gefallen würde. Ich musste tatsächlich eine Kackwurst aus dem Klo essen, aber das haben die nicht reingeschnitten. Actually musste ich das gar nicht machen. Ich bin ehrlich, ich habe die Kackwurst freiwillig aus dem Klo gegessen. Also die lag da einfach drin und ach, ist ja auch egal. Die Story erzähle ich wann anders. Deswegen, ja, war eine coole Runde. Ich weiß nur, dass Jonas dabei war, der hat die Fragen gemacht. Und Ron war dabei, weil ich irgendwie Ron auf die Wange küssen musste, auf den Hals küssen musste und er mich auf den Mund küssen musste. Also eigentlich habe ich nur mit Ron gespielt. Okay, was? Das ist die einzige, die ich okay. Die auf die Wange, okay? Auf den Mund? Nein! Ich habe auf jeden Fall dieses Tablett mit den Shots gesehen und ich habe gesehen, dass ein Kameramann direkt auf mich gefilmt hat. Und dann war ich mir... Ja, die Alte hat echt ein Suchtproblem gehabt, ne? Also Shady, da muss man an der Stelle auch mal sagen, klar, es war alles umsonst, aber du musst es auch nicht übertreiben, ne? Sehr, sehr bewusst, dass ich jetzt auf jeden Fall performen muss. So, als hättest du Lisa gerade kennengelernt. Danke. Setze all deinen Charme ein, um mindestens ich einen Kurs zu erinnern. Wird sich doch bitte hier nicht auf den nassen Boden schälen. Also ich weiß doch, Shane ist so eine korrekte, wirklich. Shane ist so korrekt. Zeitpunkt? Ganz, ganz komisch. Lisa, wir kennen uns ja seit vorgestern. Und ich würde dir ganz ehrlich sagen, so einen Kuss auf die Lippen würde ich schon nehmen. Nicht was passiert da? Wo war ich denn da? Danke dir, Ron, das war wunderschön. Hast du es genossen? Hä, wo war ich da? War ich einfach weg? Das war doch meine Runde. Wo bin ich? Was habe ich gemacht? Habe ich gekotzt? Nee, ich habe nicht gekotzt. Du hast es genossen, oder? Gepisst? Habe ich irgendwie gegessen? Gerne, Bruder. Gerne, Bruder. Ich weiß nur, glaube ich, dass ich immer Pflicht genommen habe. Und ansonsten... Ah, ich war die Kackwurst essen. Nichts mehr. Ich muss mich vor Lisa hinknien und sie als Gott behandeln. Lisa, meine Herrscherin, bitte. Robert, magst hab du ein Gnade, bisschen die Pommes reichen? Guck mal, wie ich da sitze. Ich reich dir alles. Ich reich dir alles. Hier, nehmen alles. Ich sag's auch schon wieder, ich würde gerne in der nächsten Runde nach Hause. Was willst du noch haben? Bitte, was willst du noch haben? Ich sag die ganze Zeit, bitte votet mich raus. Ich hab das wirklich die ganze Zeit, sie konnten es nicht immer rausschneiden. Ich sag's euch ehrlich, ich hab alle terrorisiert damit, mit bitte votet mich raus. Was willst du noch haben? Ich geb dir alles, was du willst, alles. Robert, du kannst aufhören, glaube ich. Ja, ich glaube, der Counter läuft noch. Okay. Oh, aber ich möchte gerne meine Hand massiert haben. Oh ja, gerne. Massiert. Ich möchte einfach nur... meine Tonspur wieder runtergeregelt. Die Hemmungen sinken immer weiter. Alle geben sich jetzt der Dynamik hin, genießen die Momente. Die Leute haben sich immer weiter verteilt. Ich wollte einfach nur nach Hause. Alle weiterhin einzufangen, so mit unseren Kamerateams. Drin ist aber, glaube ich, was anderes passiert, was deutlich also interessanter gewesen ist. Ich glaube, dann kam die Situation auf jeden Fall, dass ich dann relativ schnell auf einer, weiß nicht, auf einer 8 oder so war. Also war ich auf jeden Fall gut dicht. Ja, Lobby, was deiner geht? Meinung nach die BH-Größe von Shaden? Was weiß ich, kenne mich auch nicht mit BH-Größen aus. Ich würde sagen, im steifen Zustand ist die BH-Größe 20 cm. Du hast doch gesehen gestern Abend, komm. Die erste Runde machen wir immer mal. Ey, Leute! Gut, wir haben das hier gerade mal, also da muss ich jetzt ganz kurz, ne? Ja. Können wir das mal auf Ernst machen? Ja, total lächerlich. Ja, okay, dann mach jetzt. Wähle einen Spieler, der sich ausziehen muss. Haha, lustig. Selina. Du hast gar nichts zu sagen. Theo, du hast gar nichts zu sagen. Ruhig, ne? Ey, ich würde Shaden sagen. Ich würde das auch tun. Du weißt nicht, da stand ich doch nicht ausziehen und das habe ich dann irgendwie auch einfach. Warte, ich muss kurz Taste bereit haben, Chat. Ich muss Taste bereit haben. Ich weiß nicht, wie gut es zensiert ist. Okay, Leute, ich habe eine Leitung. Ich weiß nicht, wie gut es zensiert ist. Ich schalte nach drüben. Drüben gibt es Nackte. Nein! Ich glaube, die einzige Sache, die ich mir verlasse, ist. Ich schwöre, wir sind alle so rübergehuscht, so mäßig, so mal gucken und ich wusste schon, dass es shady ist. Wenn ich kalt werden würde, würde ich sie wärmen. Okay, ich kann Chat, mich noch erinnern, krass, dass sich irgendwann Shaden ausgezogen hat. Das ist zu krass. Und ich habe mich. Ich kann es euch nicht zeigen. Ich kann es nicht zeigen. Mich gegangen. Ich kann es nicht zeigen, Chat. Ich kann es nicht zeigen. Okay, ich würde mir Andrea. Ich kann es nicht zeigen. Es gab so eine Situation, wo dann Robert kam. Ich habe es rausgemacht. Stand. Ja, Robert! Perfekt, Robert, weiter Pflicht. Perfekt, super. Perfekt. Ich gehe auf Pflicht. So, ja, Leute, wir spielen jetzt. Und dann habe ich einfach so zwei Namen vertauscht. Aber nee, Robert geht nicht. Egal, wir skippen einfach. Wir müssen skippen. Format? Liebe ich.
Und jetzt hat es langsam angefangen, dass einige wirklich viel zu besoffen waren. Also bis jetzt war so, ja, hat Alkohol bisher nur aufgelockert und jetzt langsam... Was für auch Mann, Digga! Ich bin minderjährig, ja, das ist das Problem! Dann tritt es ein, dass die ersten paar passed out gehen, also wirklich einfach schlafen gehen und nicht... Diese Schäden irgendwie wirklich, aber doch geht. Bruder, du bist 13, wieso schreibst du sowas in den Chat? Klar. Revi gönnt nicht, bei Gott, wenn ich jetzt gönne, bin ich gebannt, Chat. Was wollt ihr von mir? Wie hinrissig seid ihr? Guck doch die Folge einfach auf Join. Getrunken haben, also 3 Stunden ernst oder eben was? Noch ohne Zensur, ja, guck auf Join. Richtig saufen ist. Muss kurz googeln gehen. Definitiv. Chat, ihr seid solche Geier, bei Gott. Bruder, wo kann man das sehen? Mein Gott, seid ihr eigentlich dumm? Ich schwöre, das ist eine Pornodarstellerin. Das ist eine Pornodarstellerin. Als ob ihr jetzt fragt, wo kann man die nackt sehen? Seid ihr dumm? Seid ihr eigentlich alle dumm? Seid ihr wirklich alle dumm? Das ist eine Erotikdarstellerin. Wie, wo kann man die nackt sehen? Ja, wo kann man die wohl nackt sehen, Digga? Wo kann man die wohl nackt sehen, Mann? Digga, im McDonald's hinterm Hauptbahnhof. Mein Gott, Junge. Chat, ich schwöre, ihr seid... Ey, Junge, also wirklich, damn, ich glaube, es hackt. War, genau richtig. Was ist ein Porno? Halt drauf. Leute, 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 einige von euch dachten, sie waren die einzigen, die eine Wenn-ich-du-wäre-Aufgabe bekommen haben. Aber alle haben eine bekommen. Aber alle haben eine bekommen. Oh, Überraschung. Wir hatten alle eine verfickte Aufgabe, ihr Wichser. Ich wusste, dass irgendwie jeder eine bekommen hat. Also ich hatte jetzt niemanden wahrgenommen, wo ich gesehen hätte oder gedacht hätte, dass er auch eine Aufgabe bekommen hat. Wenn man sich davor nicht abspricht und keiner davon weiß, dann ist es umso lustiger, finde ich. Wir sammeln uns wieder. Wir sind jetzt alle kurz emotional. Lisa, das Schoßangebot, hast du es jemandem gedroppt? Ja, habe ich. Und zwar Andrea. Okay. Perfekt. Also wir haben ja davor alle so eine Ich wusste gar nicht mehr, was meine Aufgabe ist. Weiß ich gar nicht mehr. Bekommen. Und ich habe mir schon gedacht, dass wahrscheinlich jeder eine bekommen hat, sonst wäre es ja auch unfair. Hast du auch schon die 8. Impfung in Frankfurt? Ja, tatsächlich. Ist ganz krass. Irgendwie habe ich die zwischen die Zähne bekommen, die Impfung. Und der Booster, also ich hatte richtig krasse Impfnebenwirkungen, wenn man das so sagen kann. Also ich habe tatsächlich meinen verstorbenen Opa gesehen. Aber ich denke mal, das ist komplett normal, oder? Warte, ich will da hin. Okay, auf einmal anderes Grading. Wir reden nicht drüber. Wo willst du hin? Da. Aber du kannst dich auch auf meinen Schoß setzen. Willst du dich auf meinen Schoß setzen? Ich glaube, das ist gemütlicher. Also. Aber ich kann mich später auf deinen Schoß setzen. Revi, warum siehst du in dem Video aus wie ein Lehrer? Ich war da gerade noch auf der Berufsschule. Das heißt, du hast es geschafft. Als Nächste kommt Adi. Wie lief's mit deiner Aufgabe? Meine Aufgabe war es ja, Robert nach einem Date zu fragen. Und da ich ihn eh schon die ganze Zeit damit aufziehe, dass er halt 18 ist. Weil haben dir das Impfstoff sogar auf dem Löffel warm gemacht. Ja, ja, weil Winter ist, damit die Impfung nicht kalt ist. War, glaube ich, lustig. Ich fand's lustig in dem Moment. Ich hab Robert gefragt, ob wir uns danach nochmal treffen und er hat ja gesagt. Perfekt! Oh mein Gott, Couple gefunden! Ich war jetzt nicht traurig, dass ich das, dass es nur die Aufgabe war. Aber ich denke, nee, ich glaube, er kommt damit klar. Okay, ich gehe jetzt kurz zu Shane. Ich versuche. Ich musste die Booster-Impfung rauchen. Du hast ja gefragt, wer die erfüllt hat. Und du hast mich auch gefragt. Wie heißt die Serie? House Party X. Ich habe auf jeden Fall ja gesagt. Das weiß ich noch. Hast du dein Oberteil getauscht? Ja, ganz kurz bedingt. Mit Nathan. Mit Nathan? Ja? Ja. Man muss da mal ganz kurz. Perfekt, wenn ich du wäre, würde ich die ersten 3 Stunden eine Person fragen, ob ich den Oberteil tauschen will. Hat die Aufgabe auch erfüllt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber ich kann dir jetzt hier an der Stelle sagen, ich habe die Aufgabe nicht erfüllt. Andrea, wir kommen zu dir. Einmal wieder Ruhe. Hast du deine Aufgabe erfüllt? Du musstest 2 Outfits. Warst du ältest in der Runde? Ja, und ich war stolz drauf. Mein Ziel war, meine Impfung war ein Zäpfchen, jetzt wäre es nur noch weird. Was ja doch dann irgendwie mich nicht so unsympathisch zu machen. Ron, eine Sekunde. Jonas Ems war hier. Richtig. Alright. Scheiße. Ich musste mir irgendwo meinen Hals. Nee. Du findest es super? Ich find's richtig super. Es ist halt Geschmackssache. Ja, es ist Geschmackssache. Ah, guck mal hier. Da kann man sehen, ich habe auch mal kurz das Team unterstützt. Ich finde dein Outfit richtig schön. Hey, guck mal, das ist doch verschieden gegradet hier alles. Einfach. Guck mal, hier, perfekt. Das hier. Shane hat die Aufgabe auch. Hat ein anderes Grading als das hier, oder? Seht ihr das nicht? Das hier ist viel kälter. Das hat so einen Gelbstich irgendwie. Was ist hier los? Doch, dann irgendwie mich nicht so unsympathisch zu machen. Ron, eine Sekunde. Ich finde dein Outfit richtig scheiße. Du findest es nicht toll? Nee. Ich find's super. Du findest es super? Ich find's richtig super. Es hat Geschmackssache. Ja. Seht ihr da, wie ich am, Ja, es ist Geschmackssache. Kannst du dein Outfit jetzt ändern? Ach, es ist ein Flashback. Ach so, ich verstehe einfach nicht, wie das Format funktioniert, okay? Oi. Kannst du's... Können wir mal drüber reden, ja, wie hässlich Revis Outfit ist? Ja. Ich hab vorhin auch schon gesagt. Er ist einfach ein Dementor. Ich hab's eben schon gesagt. Findest du es auch hässlich? Ich find's richtig hässlich. Oh nein. Tut mir leid. Das sieht sehr gut aus. Es tut mir richtig leid. Aber ich war wirklich mit Abstand der Hübscheste, das weiß ich auch tatsächlich. Sie hat sich auch später nochmal richtig bei mir entschuldigt, aber ich habe hier richtig, also kann ich auch so sagen, ich habe hier richtig eine gezogen. Weil ich muss da einfach nur widersprechen. Muss da einfach ehrlich sein. Nee, also ich kann jetzt dafür, dass du dich nicht weißt, wie man dich anzieht. Weil ich finde nicht, ich habe die beleidigt. Ich habe ja nur das Outfit kritisiert. Guck mal, guck mal.
Zwei Leute entfernen sich während des Votings. Da wurde nochmal kurz ins Wirbel böbelt. Okay, die Hunger Games werden ausgerufen. Nathan, hast du deine Aufgabe erfüllt? Ja. Ich hatte die Aufgabe, Shaden zu finden. Ich musste jemandem sagen, ich hätte einen Dildo dabei. Und ich glaube, ich habe es Andrea gesagt. Ich muss dir was erzählen, ganz wichtig. Und zwar, ja. Ich habe einen Dildo dabei. Was, wirklich? Ja. Heißt der Sugar Glider? Nein. Ah, fuck, ey. Und zu filmen, das ist ein privates Gespräch. Hallo. Hallo. Also es gibt wirklich ein paar, wenn ich du wäre, Aufgaben. Ich fand das Outfit echt nice. Ja, ich war doch der Freshste, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, die hätte ich gar nicht hinbekommen. Richtig, viel Spaß auf dem Klo, denk an mich. Dankeschön. Digga, denk aber, stell dir mal vor, sie geht jetzt kacken und sie denkt an dich, Bro. Brauchst du den Dildo? Nein. Denk drüber nach, ganz kurz. Nein. Ich hätte ihn dabei. Nein. Nathan, hast du ein Kondom dabei? Was? Und Selina hat ihre Aufgabe gerade erfüllt. Nein, stimmt nicht. Ich habe die schon dreimal erfüllt. Selina, kannst du uns einmal noch verraten, wen du alles gefragt hast? Ich habe Jamo gefragt. Jamo? Theo? Wurdest du nach einem Kondom gefragt? Nathan, gerade eben. Was war denn nochmal meine Aufgabe? Ich glaube, ich habe Rons Fuß geküsst hier, oder so. Na? Mäuschen. Andrea. Okay. Jonas, ich habe meine Aufgabe erfüllt, bevor es überhaupt losgeht. Einmal ganz kurz abklatschen. Es freut mich, dass ihr alle da seid. Diese Motivation dabei. Könnt ihr bitte lauter sein? Im Gegensatz zu Ron zum Beispiel, der die Aufgabe bekommen hat, 5 High Fives zu verteilen, fand ich meine Aufgabe, jemanden das Verhalten ernsthaft zu kritisieren, mit dem Streit anzufangen, eher ganz schön schwierig und fernab von meinem Charakter. Theo, wie lief deine Wenn ich du wäre Aufgabe? Was Andrea tatsächlich manchmal macht, ist, wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist und jemanden einen sehr guten Witz macht. Revi, du siehst dort aus wie ein Hausmeister. Bei Gott, welcher Hausmeister trägt eine Magella-Mantel? Es reicht jetzt mal endlich. Guck mal, ihr seid alle 12. Ihr habt euch, ihr kauft euch, wenn es hochkommt, Get on my Level Unterwäsche und flext damit in der Schule. Es reicht mir jetzt, ja? Es reicht mir jetzt wirklich. Digga, ihr tragt alle Jack and Jones und Get on my Level. Es reicht mir jetzt wirklich. Nee, ich bin 13. Junge, es ist, ach komm, Digga, komm. Wir reden jetzt, ich bin sogar 14. Okay. Dann macht Verstanden. Ja meistens noch jemand ein zweites, noch einen Witz dazu. Und Andrea macht dann gerne noch einen dritten Witz dazu, der ultra unlustig. Ja, Professor Snape, das ist Drip, das fühle ich aber. Tschüss. Und das killt manchmal so ein bisschen den Mut. Dass ich trage in der Schule nur Fortan Unterwäsche. 0,0 schlimm und eher lustig. Unser Hausmeister trägt Jack Wolfskin, ja und? Das habe ich hier so ein bisschen vorgehalten. Und da haben wir dann einen kleinen... Ich habe dies Square 2 Sachen, bin reich. Und da sieht man mal wieder, dass Reichtum keinen Geschmack kauft. Streit. Der Streit war fake. Ja. Sorry. Super. Ich muss nämlich streiten mit jemandem. Ja, schön. Hat geklappt. Robert, hast du jemanden geküsst? Ich habe mit Shaden rumgemacht. Perfekt. Ja, das ist super. Ja, es ist 15 Uhr, ich kotze. Das ist 16 Uhr. Zum Glück hat sie in die Klimaanlage gekotzt, damit es im ganzen Haus nach Kotze riecht. Sehr korrekt von dir. Ah, na, das ist okay. Und dann war ich oben und wollte mich auf jeden Fall übergeben und es ging nicht. Er hat mit dir rumgemacht. Ich habe immer Renegade Vader Cosplay an. Nachdem ich dann auf jeden Fall wieder da war und Nathan mich zurückbegleitet hat, ist mir mein Bewusstsein entglitten. So nämlich. Denn ich bin dann auf jeden Fall erstmal schlafen gegangen. Also, oder was heißt schlafen gehen? Ich bin auf jeden Fall. Digga, die Kippe hängst du auf 7:30, check mal. Ein bisschen. Also, ja, so war, so suff war sie nicht mehr auf Mykonos, ehrlich jetzt. Auf jeden Fall Shots mit Vorsicht zu genießen. Dima, ich hab's gerade mitbekommen. Komm, vor wenigen Sekunden. Doch, ganz, ich war so richtig spät dran, ich hab's voll vergessen. Mir ist irgendwie in der letzten Sekunde aufgefallen, dass ich noch diese Aufgabe habe. Und ich dachte mir, okay, bevor jetzt der Gong ertönt, doch, muss ich das jetzt auf jeden Fall machen. Ich musste einen bekannten Influencer nachmachen. Aber ich bin dann einfach zu Nathan und hab gemeint, ey, wer bin ich? Und er war so voll verwirrt. So, er wusste gar nicht, was abgeht. Wer bin ich? Alex, du heißt Alex. Was? Du heißt so. Du hast gefragt, wer bin ich? Du hast mich gerade gefragt, wer du bist. Mich hat's Nein, gesagt. Ich habe doch gerade jemanden nachgemacht. Wer also. Du bist? Mach's nochmal. Oh, Adisola. Und dann hatte ich quasi die Aufgabe erledigt. Er meinte so, ah, du bist von Jamo. Ja, genau. Perfekt, ich hab's mitbekommen, wir haben's gesehen. Ich weiß, Digga, keine Ahnung. Jamo, wie lief's mit deinen Komplimenten? Ich habe mich mit der Andrea richtig gut verstanden und ich wusste, okay, die Aufgabe kann ich bei ihr machen, weil es ist jetzt nicht, glaube ich, schlimm, wenn ich zu ihr sage, dass sie die Schönste hier ist. Ich hab's bei der Andrea gemacht. Bei der Andrea. Ja. Hast du Komplimente bekommen? Ja. Schön. Revi, ich war live dabei. Ja. Als du tatsächlich deine Aufgabe erledigt hast. Natürlich. Ich möchte einmal kurz deinen Fuß einmal ablecken.
Ich habe kurzzeitig an Shadens Fuß gedacht. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal irgendwann gemacht tatsächlich. Deshalb wollte ich unbedingt den Fuß von Ron in den Mund nehmen. Der war aber nicht mehr ganz ansprechbar. Also ich glaube, dann war es Nathans Fuß, oder? Nathan, dann gib mir kurz deinen Fuß, wenn er sauber ist. Nathan, mach das. Ja, ja, gib mir kurz deinen Fuß. Denk kurz drüber nach. Gib mir kurz deinen Fuß, bitte. Kackwurst essen war nicht die Aufgabe, das musste ich machen. Aber ich hab also. Aber mit Socke oder was? Ich glaube, das zählt. Zählt, ist ja. Okay. Du liebst das doch. Perfekt, danke. Ich musste nur küssen, aber ich habe drüber geleckt, ich weiß auch nicht. Hier. Danke dir. Alles klar, dann haben wir das. Trotzdem habe ich jetzt so ein Kratzen, so ein Fell auf der Zunge. Irgendwie, wenn ihr da vielleicht was gegen habt, so ein bisschen. Meine Reue. Ja, ja, also ich habe jetzt deine Zunge danach auch. Ja, alle Zunge euch nicht berührt habt, das ist toll. Auf keinen Fall, da ist Scheiße drunter oder so. Ja. Und dann war auch schon Voting Nummer 3. Heißt wieder Gong. Es ist wieder soweit. Machst du es super? Ja. Wieder an die Handy. Da hat Ron sich fast die Hand gebrochen. Und einmal abstimmen. Es ist wieder Abstimmungszeit. Zückt eure Hände. Meine Hand ist das dritte Mal gebrochen. Denkt bitte dran, ich habe durchgehend dafür gesorgt, dass ich rausfliegen möchte. Okay, schreibt nochmal. Ich glaube, Revi war sich vor dem Dreh am Bahnhof. Schreibt nochmal den Witz, Digga. Vielleicht lache ich irgendwann. Okay. Reicht doch jetzt. Leute, es war wieder soweit. Ah, mein Gehirn juckt voll in. Wir haben eine super gute Zeit miteinander. Sag meinen Namen. Wunderschön. Sag meinen Namen. Das kann doch nicht sein, dass jetzt schon das dritte Voting ist. Wir sind doch da schaut die Euphorie in meinen Augen. Schaut genau hin. Wir haben eine super gute Zeit miteinander. Sag meinen Namen. Wunderschön. Sag meinen Namen. Das kann doch nicht sein, dass jetzt schon das dritte Voting ist. Wir sind doch gefühlt seit 20 Minuten erst hier. Und jetzt langsam wurde die Gruppe natürlich ein bisschen kleiner und es wurde immer schwieriger, jemanden rauszuvoten. Ja. Es ist tatsächlich wieder ein sehr, sehr knappes Voting. Dieses Mal müssen wir allerdings kein Entscheidungsspiel spielen. Denn ich möchte zwei Leute nach vorne bitten, aber sie haben unterschiedliche Votes gegen sich, dass nicht so mit ihm geweibt wurde. Okay. Revi und Jamo, ich würde euch gerne nach vorne. Bei Gott, korrekt. Ich wollte einfach nach Hause. Ich sag dir ganz kurz, was passiert ist, als ich gesehen habe, dass ich da neben Jamo stehe. Ich habe gedacht, fuck, jetzt verliere ich das schon wieder und bleib noch eine Runde drin, weil gegen den kann man ja nur verlieren. Ich musste sagen, so, er hat halt so die ganze Zeit geactet, so einer auf, bitte wählt mich raus. Was für geactet, Bruder? Ich wollte das Geld und nach Hause fliegen. Was ist denn das Problem? Ich wollte das Geld einfach nehmen und nach Hause fliegen. Was für geactet? Guckt euch doch mal an, das ist ein Haufen, Digga. Ich wollte nach Hause. Aber ich wusste eigentlich, dass er es nicht wollte. Bei Gott, ich wollte... Paid actor, actually funny, oh mega low chat. Oh, yes. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Energie. Es war super, super knapp zwischen euch. Und die Party verlassen muss jetzt. 4 Stunden lang alkoholisiert sein ist natürlich einfach ganz schön krass. Ich war ein bisschen überfordert. 3, 2, 1. Ich mag Wodka nicht. Ich weiß nicht wieso, aber Wodka ist bei mir so. Kannst du dir ja denken, was ich da für ein Gefühl hatte? Ja, Chat. Robert hat als einziger keinen Punkt. Ja, Chat. Und dann sehen wir mal, wie ich in der nächsten Runde. Gott, das ist wirklich krass. Ich glaube, viele haben sich echt schon ganz gut überschätzt. Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Ich habe von 3 Menschen geküsst. Aber lass keinen Mann auf mich. Nein, nein, lass ihn mit. Perfekt, Chat. Die nächste Folge gucken wir dann am... Boah, der Gaschenick, weiß gar nicht. Müssen wir mal gucken. Nächste Folge schauen wir, glaube ich, dann am Sonntag, I guess.